Böhler-Talk. Ja, jetzt haben wir viel über die Strukturen im Verein gesprochen, über die Fans drumherum. Ich würde jetzt ganz gerne auch nochmal eure Einschätzung zur sportlichen Entwicklung der Mannschaft jetzt auch mal hören. Das Jahr ist rum, ihr habt 12 Monate lang, nein, nicht ganz, aber fast 12 Monate lang 05 auf dem Platz erlebt. Wie schätzt ihr die momentane Mannschaft ein und was für Perspektiven gibt ihr ja auch? Und interessiert euch Fußball überhaupt? Fußball? Ach, wir reden über Fußball. Was ist das denn? Ja, wo soll ich da anfangen? Also fangen wir mal an mit dem, was... Also im Moment sehe ich die Mannschaft eigentlich so, dass sie leider nicht so konstant spielt, wie ich das gerne hätte. Ich mache das jetzt mal ein bisschen unsortiert. Wir haben ja einen grandiosen Auftakt in die Saison gestartet, 8 Spiele hintereinander umgeschlagen, 6 Siege, 2 Unentschieden und danach begann das, was wir leider auch kennen, schon aus der Rückrunde im Januar, Februar und März, nämlich mehrere Spiele hintereinander einfach mal so zu verlieren. Wir haben im Moment eine Mannschaft, die eine gute Mischung ist, finde ich, zwischen Jüngeren und ganz Jungen und ein bisschen Ältere. Sie ist, glaube ich, eine der jüngsten Mannschaften neben den U23-Teams von Braunschweig und Osnabrück, überhaupt in der ganzen gesamten Liga. Das ist gut und das ist der richtige Weg und das ist, Anführungsstrichen, leider aber auch der vorgegebene Weg, den wir haben. Ich glaube, in Göttingen gibt es vielleicht bis auf 1 oder 2 Ausnahmen keine besseren Spieler. Wir haben sie alle versammelt. Wir haben im Prinzip die Stadtauswahl, die Göttingen so zu bieten hat. Aber für mich ist auch klar, auch hier bedarf es einen nächsten Schritt. Also wenn wir wirklich das Thema Regionalliga angehen wollen, ob nun nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wann auch immer, dann braucht es andere Spieler. Auch andere Spieler. Ich glaube schon, dass wir mit dem JFV eine sehr gute Entwicklung haben, die dringend notwendig war für den Göttinger Fußball als Ganzes, wo wirklich auch leistungsorientiert trainiert und gespielt wird. Da muss man auch den Hut vorziehen, was Hansi Ehrlich dort leistet, mit Sicherheit. Und davon profitiert natürlich auch 05, egal welche Buchstaben jetzt davor stehen. Aber man kann von jungen Spielern natürlich nicht erwarten, wenn sie aus der Niedersachsenliga A-Jugend kommen in die erste Herren, dass sie da gleich den Durchbruch starten, um auch in der Regionalliga zu bestehen oder auch im oberen Feld der Oberliga, sondern dann braucht es auch Spieler drumherum. Und ich glaube, da sind wir sozusagen, ich habe es ja angesprochen, dass in Göttingen angeht, dass am Ende angekommen und brauchen dann neue Spieler von außen. Neue Spieler von außen bedeutet aber Geld. Und zwar richtig viel Geld. Also wenn ich mir angucke, wenn wir... Oder berufliche Perspektiven, das war, was wir ja gerade beim Thema Ötze sehen, dass man das eventuell bietet. Und das ist alles nicht so einfach. Ich glaube, wenn gerade im Bereich Sturm und offensives Mittelfeld haben wir schon Bedarf. Ich finde, wir haben eine grundsolide Abwehr, da kann man nicht sagen. Wir haben grundsolide Sechser. Klar machen die auch Fehler, aber im Prinzip spielen sie das, was ich mir erhoffe. Aber nach vorne hin sind wir häufig noch zu durchschlagsschwach, würde ich mal so sagen. Und da muss sich was ändern. Aber ein guter Stürmer auf dem Markt, den zu finden, das ist echt schwierig. Und einen guten Zehner zu finden auf dem Markt, ist auch extrem schwierig. Ich meine, Torben Rudolf müht sich und hat auch echt gute Szenen, aber ihm fehlt natürlich auch noch die Erfahrung, sich gerade in der Liga auch nochmal durchzusetzen. Also das war. Wo siehst du Torben eigentlich, auf welcher Position? Weil er hat ja so viel gespielt jetzt schon. Ja, ich finde Torben, ist wirklich schwierig einzuordnen. Er ist einerseits ein guter Offensiv, also man sagt ja ein Achter mittlerweile, ne? Ein offensiven Sechser also. Oder auch von mir aus ein Zehner. Wobei er für einen Zehner, finde ich, noch nicht die spielmacherischen Qualitäten hat, beziehungsweise haben kann auch. Ne, da fehlt ihm einfach auch noch die Erfahrung. Das ist gar kein Vorwurf an ihm. Aber er hat natürlich durch seine Geschwindigkeit und auch durch seine Fähigkeiten im 1:1 hat er natürlich gute Möglichkeiten, auch mal durchzugehen. Aber es fehlt ihm natürlich diese öffnenden Pässe und diese Kreativität. Da braucht es einfach noch. Ich würde ihn auf die 8 setzen. Aber dann fehlt ein Zehner. Also das ist ein Dilemma im Moment, was wir haben. Oder siehst du das anders?
Dafür, dass du keine Ahnung von Fußball hast, war das relativ fachkundig gerade eben, fand ich. Also 8er, 10er, 6er, ich hoffe, das hat jeder verstanden, warum es da eigentlich ging. Nee. Es geht vor allem nicht um, es geht nicht um Rückennummern. Also das mag ich vielleicht mal sagen. Das ist reiner Zufall, wenn der 6er auch die 6 trägt, glaube ich. Also, ich würde gerne auf ein Thema kommen, was damit meines Erachtens ganz eng verbunden ist. Philipp hat es schon angedeutet, das Thema Geld. Was ich für eine ganz schwierige Geschichte halte, auch für uns als Fans. Natürlich möchte ich in die Regionalliga, am liebsten würde ich in die dritte Liga und eigentlich sehe ich unseren Verein auch in der Bundesliga, da gehört er eigentlich hin, was völlig unbestritten ist. Aber wie wollen wir da hinkommen? Wenn wir in die Regionalliga wollen, dann brauchen wir ein Etat von seriös betrachtet um die 400.000 Euro, um da einigermaßen mitspielen zu können. 400.000 Euro ist eine Riesensumme für Göttingen. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin alter SC05er. Ich habe einen Konkurs mitgemacht. Ich habe zig Jahre um meinen Verein gezittert. Ich habe keine Lust mehr, wieder in so eine Situation zu kommen, dass wir vollkommen überschuldet sind. Ich habe keine Lust mehr, dass wir in eine Situation kommen, wo wir irgendwie von fremden Sponsoren abhängig sind und uns mit irgendwelchen Spielern aus was weiß ich für Ländern oder was für was ich für Regionen zu ballern, die ein halbes Jahr das gelbe Trikot tragen und dann wieder verschwunden sind. Ich finde das so klasse, was gerade bei 05 passiert, dass wir einen Regionalbezug haben. Ich glaube, Christian Horst mit seiner Braunschweiger Vergangenheit ist der weitgereisteste Spieler in der Mannschaft. Oder? Siehst du das anders? Das ist definitiv anders. Jetzt haben wir natürlich Daniel Dos Santos. Jetzt haben wir einen Brasilianer drin, aber das... Nee, das ist schon... Also wir haben viele Spieler, die durchaus auch andere Erfahrungen haben. Robbie Hook zum Beispiel hat im Osten gespielt, bei Cottbus in der A-Jugend. Okan kommt daher, der im Moment aber leider nicht spielt. Also es sind schon nochmal ein oder zwei Spieler, die auch von durchaus auch nochmal mehr Hintergrund haben. Aber im Prinzip hast du recht, das ist eine regionale Frage. Was genau. Ist eigentlich Okan? Wo ist der eigentlich? Keine Ahnung, Trainerfragen. Trainerfragen, der ist nämlich da. Also das finde ich klasse, dass wir so einen Regionalbezug haben, dass wir die Spieler jetzt aus dem JV hochgezogen haben und wir wirklich eine ganz große Möglichkeit der Identifikation mit dieser Mannschaft haben. Das funktioniert nicht mehr in der Regionalliga. Philipps hat es angesprochen, das sehe ich ganz ähnlich. Das heißt, es ist eine grundsätzliche Frage, wie kann es weitergehen? Und meines Erachtens müssen wir versuchen, in die Regionalliga reinzukommen, aber wir müssen die Strukturen dafür schaffen. Und deshalb brauchen wir Zeit dafür. Und ich sehe die sportliche Entwicklung in dieser Saison mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Ich würde liebend gerne Zweiter werden. Vom ersten Platz müssen wir gar nicht reden. Das ist, glaube ich, die Geschichte ist gegessen. Und wir haben auch den Klassenunterschied gesehen in Braunschweig. Aber ich würde liebend gerne Zweiter werden, weil es gibt die Aufstiegsrunde. Und mein Traum ist Mittwochabend Aufstiegsspiel bei Flensburg 08. Und dann können wir mal sehen, wie viel da mitfahren halt. Ne? Mittwochabend um 17 Uhr in Flensburg oder so. Ne? Aufstiegsspiele wären einfach auch fürs Publikum interessant. Aber ich habe auch Angst davor, aufzusteigen dieses Jahr, weil ich glaube, dass wir da noch nicht sind. Dass wir einfach noch ein bisschen Zeit dafür brauchen. Das heißt, wir müssen auch da ein bisschen Geduld haben. Und dann sind wir beim nächsten Thema. Haben wir das? Haben wir die Geduld? Als Verein haben wir sie, glaube ich. Die meisten Fans haben sie auch. Aber hat Göttingen die Geduld? Hat das Publikum die Geduld? Und ich glaube, da ist auch eine Arbeit zu leisten. Ich glaube, dass wir an einer Stelle sind, wo wir als 05, als RSV 05, als erste SC 05 uns deutlich positionieren müssen. Wir sind hier der klassenhöchste Verein. Wir würden gerne auch noch ein bisschen weiterkommen, aber wir brauchen euch. Wir brauchen die Stadt, wir brauchen die Zuschauer und wir brauchen auch die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung von was auch immer gearteten Sponsoren. Und ich glaube, das ist die entscheidende Aufgabe gerade. Das glaube ich auch. Wir haben, das sagt man ja auch nochmal und hier sagen, und man muss sich dem ja auch nochmal vergegenwärtigen, den Verein gibt es ja erst seit 7 Jahren. Wir haben angefangen in der 8. Liga, haben in 6 Jahren 3 Aufstiege hinter uns, teilweise wunderbare Erlebnisse gehabt, aber was nicht mitgewachsen ist, ist die Struktur drumherum. Die Benze, so sehr ich sie lieb gewonnen habe, bietet einfach kein Landesliga-Niveau mehr. Hat es nicht mehr geboten. Trotzdem haben wir dort den Aufstieg geschafft. Hardy hat es gesagt, wir müssen ganz dringend an den Strukturen etwas ändern. Und dazu braucht es die Unterstützung von allen und auch von Gönnern in der Stadt. Die wollen natürlich überzeugt werden. Es ist schon so, das erleben wir an allen Ecken und Enden. Und jetzt gerade mit der SC05-Geschichte nochmal wieder ganz
verstärkt, dass natürlich alte Geschichten, gerade in Göttingen, teilweise wie ein Damoklesschwert über uns schwingen. Jetzt fängt man schon wieder an zu sagen, irgendwie, oh, jetzt seid ihr wieder der SC, jetzt könnt ihr wieder Schulden machen ohne Ende. Man muss schon ganz deutlich sagen, dass die verschiedenen Vorstände in den letzten 30 Jahren ganz viel dazu beigetragen haben, dass es jetzt nicht einfach ist, gerade für 05 irgendwie an Leute heranzukommen. Das ist einfach so. Es ist, man darf auch nicht so tun, als ob immer nur alles von außen herangetragen wurde. Nein, auch im Verein, in den verschiedenen Präsidien haben verschiedene Menschen viele, viele Fehler begangen und die wirken einfach nochmal nach. Das muss man auch mal ganz deutlich so sagen. Und da geht es jetzt darum, Vertrauen zu schaffen. Was ist da passiert so, was jetzt nachwirkt? Ja, Hadi hat es ja gesagt, irgendwie, wir haben ja eine Insolvenz hinter uns und wir haben eigentlich immer ganz schön viele Fast-Insolvenzen. Ja, das war in den 80ern, Anfang der 80er, und das weißt du wesentlich besser, gab es schon massive finanzielle Probleme. 70er. In den 70ern ging das schon. 60er, 50er. Ja, ne? Es ist ein Göttinger Problem auch. Das in Göttingen ein Problem, weil wir einfach auch nicht die Industrielandschaft gehabt haben. Göttingen ist eine Stadt der Bildung und da ist also Interesse am Fußball in der Vergangenheit nicht so stark gewesen, hat sich ein bisschen gewandelt jetzt und natürlich auch der finanzielle Background nicht da gewesen. Aber in was wurde denn da dann investiert, dass, es, dass man so, sich so verschuldet hat? In den Spielerkader oder? Wir hatten, als ich so meine erste richtig mitgemachte Saison war 97, 98 und dann auch 98, 99. Und wir hatten da ja so eine Weltauswahl. Und da ging das, die haben da Gehälter gekriegt. Oder auch gerade in der Saison 2000, 2001 sind da Gehälter geflossen, wo wir dann das Spiel gegen Kiel letztendlich zwar gewonnen haben, aber nicht aufsteigen konnten. Kann man hier gar nicht wiedergeben. Das war unseriös. Das ist genau die Situation gewesen, die ich eben schon angesprochen habe. Da ist ein Sponsor von außen gekommen, das waren diese sogenannten fünf Weisen, wo dann hinterher sich herausstellte, das ist eigentlich Michael Kölmel gewesen mit wie hieß denn? Kinowelt hieß das Ding. Der hat eigentlich dahinter gestanden, weil Kölmel in Göttingen studiert hatte und da irgendwie ab und zu 05 gegangen war. Wir waren kurz vor der Insolvenz gewesen, 99, 98. Mhm. Haben die dann abgewendet, unter anderem damals auch, weil die Fanszene da relativ intensiv mobil gemacht hat. Da sehe ich dich zum Beispiel noch irgendwo an so einem Infostand in der Innenstadt stehen. Da habe ich noch ein Foto vor Augen gerade, wo wir das Thema also auch reingetragen haben und Gelder gesammelt haben. Dann haben wir diese Insolvenz abgewendet, dann kamen diese fünf Weisen mit Kölmel, haben mit Geldscheinen gewedelt. Und das Geld wurde dann 1:1 durchgegeben an die Spieler, also die Spieler, die vorher für 250 D-Mark waren es, glaube ich, damals noch, gespielt haben, kriegten plötzlich 2500 D-Mark und waren natürlich glücklich. Und, aber das funktionierte nicht. Und dann ist Kölmel halt auch, das war dann sicherlich auch das Pech, dass Kölmel ausgerechnet in der Saison selber in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Aber für mich ist seitdem auch klar, nie wieder Abhängigkeit von außen. Wo du gerade diese Gehälter erwähnst, also mich würde auch mal interessieren, jetzt so in der fünften Liga, also ich habe immer gehört, ich komme aus Göttingen, aber ich habe lange im Ruhrgebiet gelebt und da war es auch so, ne, da schon in der Bezirksliga wurden da irgendwie Handgelder bezahlt und natürlich die ganze Sportausrüstung und Punkteprämien und so weiter. Was kriegt denn in der fünften Liga eigentlich jetzt ein Spieler von 0,5 so, ne? Also ich will jetzt nicht das genaue Gehalt von Ötze wissen, aber ich weiß auch gar nicht, ob ihr das wisst, aber über was für Summen reden wir da? Also seriös kann ich da gar keine Zahlen nennen, aber meiner Einschätzung nach befindet sich alles im unteren dreistelligen Bereich. Ja. Ne? Also im unteren dreistelligen Bereich. Was aber dann trotzdem letztendlich dazu führt, mit den ganzen Kosten, die da drumherum sind, dass dann Etat locker mal von 150.000, 180.000 Euro zusammenkommen. Ne? Man darf ja nicht vergessen, es sind 22 Spieler. Wenn alle, was weiß ich, 300 Euro kriegen oder so, dann sind das 6.500, 7.000 Euro. Dann sind das mal 12, sind 84.000 Euro. Da gibt es vielleicht noch Prämien dazu. Dann bist du schnell bei 100.000 Euro. Dann kommen die ganzen Fahrkosten und so. Und es geht alles relativ schnell. Ich kann nicht verstehen, Hadi. Also ein bisschen, glaube ich, muss man das relativieren. Natürlich werden wir immer... Wird es irgendwann so sein, dass Sponsoren von außen kommen müssen? Mhm. Also ich verstehe auch deine Sorge einerseits und andererseits verstehe ich es aber auch nicht so, dass du meinst, irgendwie, dass aufgrund der Sponsorenlandschaft in Göttingen, du hast es angesprochen, die sehr, sehr kompliziert ist. Der Kuchen ist sehr, sehr klein und die BG greift sich gerade den größten Teil davon ab.
Das ist einfach so. Wir haben in Göttingen das Phänomen, dass die Universität mit 10.000 Angestellten der größte Arbeitgeber ist. Die dürfen nicht sponsern. Wir haben 25.000 Studis, da bleibt auch gar nicht mehr so richtig viel übrig. Der Rest ist Zuliefererindustrie, Bereich Biotech und Hightech und wie auch immer, optische Industrien, die geben nichts. Sartorius gibt grundsätzlich nichts Richtung 05, weil kaufst du dir eine Waage von Sartorius, wenn sie auf der Brust stehen? Für die ist es einfach uninteressant. Guck dir die anderen Sponsoren in der Bundesliga und so, das sind jetzt nicht alles nur, ne? Ich kaufe doch, auch keine Software von Suntec. Naja, aber das sind alles Konsumgüter. Das sind überwiegend Konsumgüter, die auf der Brust stehen. Also entweder sind es Autos, Versicherung etc. Das sind alles Sachen, die der normale Mensch kaufen kann. Und so, ne? In Göttingen haben wir fast ausschließlich Industrie, die du nicht kaufen kannst oder die du nicht kaufen willst, wie auch immer. Und das ist natürlich deshalb dementsprechend uninteressant. Bei der BG ist es noch ein bisschen was anderes, zum Beispiel mit Sartorius, weil Basketball so den Geruch von ein bisschen intellektuelleren Sport hat. Und von daher, das für die interessant ist und so. Ne? Aber für Fußball ist Göttingen echt eine Katastrophe. Von daher wird es irgendwann wer von außen sein müssen, glaube ich. Fußball hat kein gutes Ansehen einfach auch. Ne? Doch, ja, Fußball hat ein super Ansehen. Guck dir an, Göttingen, ja. Das Bundesliga-Fußball, klar. Ja, genau. Und da, das wäre nochmal ein ganz eigenes Problemfeld. Ich komme auch aus Göttingen und früher war es halt so, ne, die Fußball gespielt haben, waren halt die Doofen bei uns in der Klasse. So. Komische Klasse. Ganz, ganz eigenartige Klasse. Wo ich herkomme, ist Fußball das Einzige gewesen, was da auf dem Dorf war. Aber das führt ja auch gar nicht so hierher. Ich glaube schon, dass wir gucken müssen, dass wir irgendwann mal von außen wen kriegen. Mein Wunsch ist es ja tatsächlich, die Einbecker Brauerei endlich mal wieder zu reaktivieren. Ne? Ich kann mir super das schwarz-gelbe Trikot mit einem grünen Aufschrift Göttinger vorstellen, ne? Die Biermarke. Kann mir super vorstellen, aber das ist natürlich schwierig. Genau. Also Fußball ist ja schon totaler Trendsport. Die Entwicklung seit 2006 im Profifußball ist ja enorm und das betrifft auch Göttingen. Und ich glaube, wir sind einfach noch nicht, wir werden noch nicht wahrgenommen in dem Maße. Wir haben sicherlich auch die BG als ich mag ihn gar nicht als Konkurrenten bezeichnen, weil das unterschiedliche Sportarten sind, unterschiedliche Felder, aber natürlich auf einer gewissen Ebene sind wir Konkurrenten und da können wir nicht konkurrieren mit ihr, weil sie einfach Zweitliga Basketball anbietet, weil eine Faszination drumherum auch entstanden ist und auch gepflegt wird. Also wenn ich mir zum Beispiel die Medienberichterstattung über die Fankultur bei der BG anschaue, dann fällt die komplett anders aus als die bei 05. Also dass wir in Massen nach Braunschweig gefahren sind, hat nicht stattgefunden. Da wurde eine Zahl genannt und das war's. Wir sind mit zwei Bussen hingefahren. Genau, ja, wir sind dabei. Ja, okay. Ich spreche jetzt auch eher Printmedien an. das Wochenende darauf hat die BG ein Spiel gegen Karlsruhe, da kommen 3000 Zuschauer und da habe ich drei Berichte drin über diese wahnsinnige Fankultur in Göttingen. Was richtig ist, das will ich will nicht sagen, irgendwie, oh, BG ist alles doof oder so, ne? Aber wir als Fans werden da noch nicht wahrgenommen. Und ich glaube, das ist insgesamt so, dass 05 mit der Oberliga eine Liga erreicht hat, die für die Sponsoren einfach noch nicht, die gucken da noch nicht hin, die hören auf. Ich glaube, die meisten Sponsoren, mit denen man auch wirklich was erreichen könnte, die hören bei der Drittligatabelle auf. Und danach fängt für die ein Feld an, das ist Amateurfußball, das ist etwas, da habe ich nichts mit zu tun. Und ich habe das ja eben schon mal gesagt, meines Erachtens sind wir an einem Punkt, wo wir ganz klar signalisieren müssen, Göttingen, wenn wir hier weiter rauskommen wollen, wenn wir weiter nach oben kommen wollen, dann brauchen wir euch. Und das betrifft das dann auch. Und das ist sicherlich auch diesen Punkt, den wir irgendwie überspringen müssen. Weil selbst wenn wir in der Regionalliga aufsteigen, dann haben wir auch noch nicht die großen Gegner. Dann spielen wir auch noch gegen. Wer spielt denn da jetzt gerade drin? Schwarz-Weiß Reden. Sagt auch kein Menschen was. Oder weiche Flensburg. Also da sind wir auch noch nicht in dem großen Fußball. Aber Ligen müssen wir. Also du hast für uns ja. Du hast natürlich jetzt zwei Mannschaften rausgesucht, die sind sicherlich da drin, aber da sind auch noch andere Mannschaften. Gut, da sind dann auch Holstein Kiel, VfB Oldenburg, VfB Lübeck, SV Meppen drin. Ja. Die sind natürlich schon auch drin. Ne? Also wir sind natürlich nicht mehr in der Oberliga Niedersachsen dann. Aber ich glaube trotzdem, dass also bei Sartorius zum Beispiel
wird die, auch die Regionalliga noch nicht wahrgenommen werden. Und das ist unsere Aufgabe, da reinzukommen. Ich weiß von früher noch, 80er Jahre, war die Gotha einer der größten Arbeitgeber in Göttingen. Die hat nie was gegeben. Die stand bei Holstein Kiel auf dem Trikot. Da haben wir uns immer drüber geärgert. Wieso sponsern die Holstein Kiel? Aber nicht Göttingen 05. Und das ist, glaube ich, schon etwas, da haben wir jetzt aber auch bessere Voraussetzungen, weil Fußball insgesamt im Vergleich zu den 80ern, in den 80ern war es ja einfach noch ein Proletensport. Und das ist ja heute vorbei. Also Fußball ist ja so en vogue und wie gesagt, gerade seit 2006. Und auch der Bezug auf die lokale Ebene. Fußball spaltet sich ja immer mehr auseinander, was ja nicht nur nachteilig sein muss. Also für mich ist es so, dass lass doch Bayern München und Borussia Dortmund da oben abmarschieren. Durch die ganze Faszination, durch die ganze Begeisterung, die sie schüren, durch das Interesse, was sie wecken bei der breiten Masse, kriegen wir ja auch was von ab. Wir kriegen ja einfach ein Interesse am Fußball ab. Ja, aber. Also du hast recht, auf jeden Fall. Das Interesse für Fußball ist in gesamtgesellschaftlich wesentlich größer geworden als gegenüber den 80ern, definitiv. Aber die DFL und der DFB hat es auch geschafft, sozusagen den Amateurfußball massiv abzuhängen. Es gibt leider immer noch viel zu viele Leute, die überlegen sich, ja, jetzt ist Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag, je nachdem wann 05 spielt, gehe ich jetzt dahin oder gehe ich in meine Kneipe und gucke Fußball? Das ist ja auch nochmal das Problem so ein bisschen. Ne? In jeder Kneipe in Göttingen wird mittlerweile Sky gezeigt. Die müssen das auch, damit die überhaupt nochmal an die Umsätze reinkommen, das ist richtig. Aber es wird überall Fußball gezeigt. Das heißt, das Potenzial, was zum Beispiel Studierende angeht, was eigentlich sehr groß ist, das ist ein, ne, das, wir haben 25.000 Studis sozusagen. Ne? Die sind alle sozusagen im fußballaffinen Alter, kann man so sagen. Davon interessiert nicht alle Fußball, aber das ist ein großer Teil. Teilweise bringen die ihre Heimvereine natürlich mit als Student, ne, kommt aus Hamburg und sagt, ich bin HSVer, muss hier aber studieren sozusagen. Die gehen dann nicht zu 05. Im Moment zumindest noch nicht. Ne? Die gehen nicht hin, sondern die gehen dann in die Kneipe und gucken sich den HSV auf Sky an. Und das ist schwierig. Ja, aber also warum sollten die denn zu 05 gehen? Also, sie müssen im Regen stehen. Sie können nicht in der schönen Kneipe sitzen mit den Freunden und Spitzenfußball gucken, sondern gucken halt Fußball, wo halt hauptsächlich doch noch halt mit der Kanone von der einen Feldseite aufs andere, auf die andere Feldseite geschossen wird und wo man sich teilweise schon, ja, wo man schon mal den Faden verlieren kann, sage ich mal, vom Spiel her. Ne? Also. Vollkommen richtig, aber das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die hat was mit dieser Medialisierung von Fußball auch zu tun, dass die Leute einfach anderen Fußball als Voraussetzung, finde ich, nur noch sehen und gar nicht mehr dieses, ne, Kalt und Bratwurst direkt und so, dieses Support Your Local Football Club, das ist durch diese Medialisierung, man kann alle Vereine immer wieder überall gucken, man sieht die siebte Zeitlupe von dem Tor von Gomez, kann man die ganze Woche über in den verschiedensten Sendungen sehen. Ich glaube, dass das hat ganz viele potenzielle Leute sozusagen weggenommen. Also wenn man sich die Zuschauerzahlen mal anguckt aus den 80ern, da war die Bundesliga, hat einen Schnitt, glaube ich, von 15, 17, 18.000 Zuschauern gehabt. Ja? Ist ein Witz. Wenn man sich dann aber damals sozusagen die Zuschauerzahlen im Amateurbereich anguckt, die waren tendenziell höher, bei 05 ja nicht unbedingt, ja. Also auch schon noch. Die waren immer über 1.000. Und das hat sich so gewandelt. Ich glaube, das Potenzial an Interessierten ist mehr genommen worden, aber der Kuchen hat sich ganz anders aufgeteilt. Ja? Also es gehen immer wesentlich mehr Leute zum Fußball. Also ich kenne so viele Leute, die von hier jedes Wochenende, ihr müsst euch mal samstags an Bahnhof stellen, morgens um 9 oder um 10, von hier wegfahren nach Pauli, Dortmund, Frankfurt, Berlin, egal wohin. Die nehmen richtig weite Fahrten auf sich, anstatt zu sagen, alles klar, ich gucke mir sozusagen 05 an. Das ist schwierig. Aber ne, Pauli oder gerade jetzt mal Pauli in Dortmund zum Beispiel stehen ja auch für das Riesen-Event. Ne? Du stehst bei Dortmund, wenn du eine Dauerkarte hast, stehst du in der größten Stehkurve Europas irgendwie, die gelbe Wand. Ja? Wenn du auf Pauli bist, das ist der irgendwie, ne, die richtig gut ankommen irgendwie bei vielen Leuten mit dem ganzen Image, was um den Verein sich aufgebaut hat. So, ne? Was hat dann Support Your Local Football Club dem entgegenzusetzen? Ja, was ist dem entgegenzusetzen? Ne?
Bei uns gibt es die Chance, das ist jetzt ein kleiner, kann man ja als Werbeblock machen, hier bist, kannst du aktiverer Teil sein. Wenn du da hinfährst nach Dortmund, ja klar ist das interessant und aufregend, Teil einer 25.000-köpfigen Südtribüne zu sein. Aber du bist eben auch nur Teil einer 25.000-köpfigen Südtribüne. Ja, aber das wollen die Leute doch. Die wollen doch gar keine Verantwortung übernehmen. Die wollen doch nur konsumieren. Die wollen doch nur, die wollen doch nur das Adrenalin ausschütten. Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es genau das, sozusagen, das ist auch gar nicht negativ gemeint, aber vielleicht ist genau das auch ein Problem, neben dieser Medialisierung, dass die Leute einfach nur noch konsumieren wollen. Und entweder findet dieser Konsum direkt im Stadion statt. Ich habe sogar Respekt vor den Leuten, die da jedes Mal diese Fahrt nach Dortmund auf sich nehmen. Ja, da, ich will überhaupt gar nichts dagegen sagen. Aber es gibt dann halt leider immer total viele Leute, die gehen dann halt in die Kneipe und gucken sich das dann halt da an. Und ich sage, ey, wenn ihr zu 05 kommt, könnt ihr euch sozusagen viel aktiver bewegen und teilhaben, als es in so großen Sachen ist. Also, das ist mein Plädoyer. Harley sieht es anders. Nee, ich sehe es nicht anders. Ich möchte es nur positiv sehen. Also, alles das, was du gesagt hast, wo du auch mir, du hast mir nicht widersprochen, aber du hast mich ergänzt, das sehe ich alles ganz genauso. Aber ich habe eigentlich keine Lust, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, die Bundesliga ist so groß, die Bundesliga-Vereine sind so groß, ich habe überhaupt keine Chance. Weil das ist ja, ich hab meinen Verein hier. Ich habe nie einen Bundesliga-Verein gehabt, ich bin immer zu 05 gegangen. Das war sicherlich in den 80er Jahren, waren die Wege noch kürzer. Also meine Heimatstadt ist Dortmund, habe ich natürlich Borussia irgendwo so ein bisschen mitbekommen. Und ich bin mit meinem Papa auch öfter hingefahren, der war wie gesagt BVB-Fan. Habe dann auch auf der Südtribüne gestanden und war natürlich dann eher für den Heimverein, war der Verein meines Vaters. Aber mein Verein war immer 05 und ich bin immer im gelben Trikot rumgelaufen, aber das 05 war. Aber egal. Heute ist das überhaupt nicht mehr vergleichbar für mich. Es macht absolut keinen Sinn mehr, 05 und Borussia Dortmund auf eine Ebene zu stellen. Da können wir nur verlieren. Und wir können auch nicht die Faszination der Südtribüne erreichen. Unmöglich. Aber wir können eine ganz eigene Welt hier erreichen. Wir können eine eigene Faszination aufbauen, die es interessant macht, als Borussia Dortmund-Fan, der am Freitagabend oder meinetwegen am Samstag ins Westfalenstadion fährt. Und ich sage jetzt bewusst Westfalenstadion. Aber am Sonntagnachmittag sagt, da gehe ich jetzt zu 05, weil da ist einfach ein anderer Fußball. Wir haben einen anderen Fußball, wir haben einen kleineren Fußball. Wir haben aber auch einen Fußball, der wesentlich liebevoller ist, der wesentlich nahbar ist. Das hat Philipp ja auch alles schon gesagt. Und wo wir auch als Fanszene ein Bestandteil davon sind. Und das zeigt sich ja auch. Unsere Fanszene ist ja gewachsen in den letzten Jahren. Und wir haben viele Leute dazu bekommen, die sagen, ich bin eigentlich St. Pauli-Fan oder ich bin eigentlich Borussia Dortmund-Fan. Ich habe jetzt nur mal geguckt und ich fand das klasse, was ihr macht. Und die dann angefangen haben, ich kenne mehrere, die, also gerade St. Pauli-Fans, die zwar immer noch Dauerkarte haben, aber nicht mehr zu jedem Spiel fahren, sondern dann abwägen, oh nee, heute ist nur 5 gegen Braunschweig, da gehe ich lieber ins Sandstadion. Und das ist, glaube ich, etwas, wir haben da, Bundesliga ist weg. Das ist alles überhaupt nicht mehr vergleichbar mit den 80er Jahren. Ja, Philipp, du hast es schon angesprochen, dass Vereine wie 05 natürlich auch Probleme haben, ja, sozusagen neue Fans zu rekrutieren, weil die Konkurrenz durch die enorme Medialisierung des Profifußballs halt so groß ist. Und dass die Leute samstags nachmittags dann vielleicht lieber in die Kneipe gehen und Sky gucken, weil sie dort dann das Gomez-Tor in der in der super Slow Motion sehen und sich das 7-mal angucken können und und dann Schwierigkeiten haben, sich aufzuraffen, in den Zianstadion zu fahren und den Göttinger Fußball hautnah zu erleben. Was hat denn 05 eigentlich zu bieten? Warum soll man trotzdem dorthin gehen? Ich glaube, das muss jede und jeder natürlich für sich selber mal erleben. Sicherlich ist es schön, in der Kneipe zu sitzen, im Trockenen, im Warmen. Man hat die Getränke in einem gereicht und man kann das Tor von seinem Lieblingsstürmer tatsächlich in der von dir angesprochenen Slow Motion aus einem Blickwinkel nochmal erleben. Aber wer tatsächlich einmal im Stadion gestanden hat, und da mag es auch gerne ein bisschen kälter gewesen sein, mit anderen Verrückten fiebert in einem Spiel mit und dann fällt plötzlich das Tor.
Ja, und es ist das Tor vielleicht in der 89. Minute, was dich dann das, was das 2-1 ist und so, und du gewinnst das Spiel. Ich glaube, dieser Jubel und diese Emotionen, die dort gelebt werden, die sind nicht zu vergleichen, was du in der Kneipe erleben kannst. Da bin ich mir total sicher. Das unterscheidet sich auch nicht übrigens von Borussia Dortmund, wenn dir das 2-1 fällt. Die brauchen auch keine Super Slow Motion, die gehen auch lieber ins Stadion. Also ich will da auch gar keine Konkurrenz aufmachen zwischen uns und Dortmund und St. Pauli oder wie auch immer. All die Leute, die dort ins Stadion gehen, haben genauso, sind letztendlich genauso wie wir. Die sind halt es wird dort halt ein bisschen anders, als das bei uns mit Sicherheit mehr drumherum möglich ist. Also für uns besteht ja Fußball nicht nur aus diesen 90 Minuten des Anpfiffs bis zum Ende, sondern ich interessiere mich natürlich auch darüber hinaus, was passiert sonst so drumherum mit den Leuten, mit dem Quatschen, aber auch was passiert im Verein und was passiert mit meinem Verein vor allen Dingen. Und ich glaube, da gibt es erheblich mehr Möglichkeiten, sich nochmal zu engagieren, wenn man es denn gerne möchte, als es jetzt zum Beispiel bei Dortmund ist, auf der Südtribüne. Ich weiß, du siehst das ein bisschen anders. Meinst du? Ich komme nur zu der Frage, warum sollte man zu 05 gehen? Also ich bin ja wie gesagt aus Dortmund und hatte eigentlich die Möglichkeit, mit meinem Vater damals regelmäßig zu Borussia zu fahren. Und was mich an 05 gereizt hat, war, dass ich da einfach hingehen konnte. Ich konnte einfach alle zwei Wochen zu diesem Verein gehen und konnte eine Bindung aufbauen. Also das war einfach eine Erreichbarkeit, die ich so nicht hatte. Fernsehzuschauer, Fernsehfan bin ich nie gewesen. Fernsehfußballfan bin ich nie gewesen. Das Fußball im Fernsehen ist für mich was ganz anderes als Fußball im Stadion. Wenn es im Fernsehen läuft, dann gucke ich Fußball. Und wenn ich im Stadion bin, dann lebe ich Fußball. Das ist für mich der große Unterschied. Und ich glaube, das ist auch das, was wir bei 05 anbieten können. Dass du einfach die Möglichkeit hast, das ein bisschen anders auszuleben. Innerhalb der Fanszene oder auch neben der Fanszene oder einfach auch nur als Beobachter der Fanszene. Aber es findet einfach viel, viel mehr statt in der ganzen Geschichte. Und ich darf aber auch nicht mit dem Gedanken zu 05 gehen, ich sehe jetzt Borussia Dortmund in klein. Nein, du siehst Göttingen 05. Das ist was anderes, das ist was Eigenes. Wie geht denn da damit um, dass, also man muss ja Abstriche machen, was die Qualität des Fußballs angeht, jetzt im Vergleich natürlich, ne? Also wir sind jetzt hier, sprechen von der 5. Liga und da verspringen die Bälle mal, da ist nicht jeder Schuss im Winkel und man sieht nicht die tollen Kombinationen. Nun seid ihr beide auch Fußballfans. Euch interessiert ja halt auch das, was auf dem Platz passiert. Und ist das nicht manchmal auch dann frustrierend? Oder ist es dann so, dass man darüber hinwegschauen kann und dann unterhält man sich halt im Block? Also wenn wir jetzt mal Borussia Dortmund und Bayern München ausklammern, dann geht das doch jedem so. Jeder St. Pauli-Fan ist doch frustriert, weil die ständig so einen Scheiß zusammenspielen. Ja, okay, wir spielen jetzt 5. Liga. Das ist dann nochmal ein bisschen anderer Fußball. Aber das ist doch ein Problem, das betrifft uns alle, oder? Und ein Tor ist ein Tor ist ein Tor ist ein Tor. Ja, also und wenn dann nämlich dann plötzlich der Schuss in den Winkel gelingt, irgendwie, dann können wir uns natürlich nochmal 100-mal mehr freuen, als es woanders. Ich finde das ja auch immer relativ, muss man das ja auch tatsächlich sehen. St. Pauli ist ein ganz schöner Vergleich. Also ich kenne auch einige Leute, die das gerne verfolgen, überwiegend halt im Fernsehen, und die sind die ganze Zeit immer nur am Schimpfen. Hat ja auch viel was wirklich mit der Liga zu tun, wo das ja alles relativ ähnlich ist. Ich finde, wir haben durchaus auch attraktiven Fußball zu bieten und der ist schnell anzusehen und so. Klar, wenn wir dann plötzlich gegen Dortmund spielen würden, dann würden wir wahrscheinlich eine Packung des Jahrzehnts kriegen. Aber also Fußball ist nicht der gelungene Spielzug. Fußball ist für mich viel mehr. Das ist halt das Drumherum. Du hast es eben wunderschön gesagt, dass man da drin Fußball leben kann. Und wenn halt rumgestolpert wird, dann kann man sich auch aufregen. Natürlich rege ich mich dann auf. Dann werde ich auch sauer irgendwie und denke, mein Gott, ey, jetzt ist schon wieder eine lange Naht nach vorne auf Ötze, 1,69 Meter. Zwei Gegenverteidiger mit 1,95 Meter. Wie soll er denn den Ball kriegen? Da rege ich mich natürlich drüber auf. Aber dann kommt er bei ihm im Fuß, dann macht er eine Drehung, schießt es rein und das macht alles wieder wett. Ja, aber Fußball ist ja auch, ich meine, und das wird jetzt halt auch, das haben ja auch die Medien erkannt, es gibt diese
wie heißt es bei DSF? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gibt es diese Sendung, wo tatsächlich auch der Taktiktisch dann eingesetzt wird und wo dann Experten eingeladen werden, die sich dann einzelne Spielzüge anschauen und die darüber sprechen, wie verschiebt eine Mannschaft, wie werden Räume eng gemacht und so weiter. Das sind ja Sachen, die Fußballfans durchaus interessieren und die auch spannend sind und die man ja auch sicherlich irgendwo auch dann auf dem Platz im Jahnstadion sucht, aber nicht immer findet. Und oder findet ihr sie dort? Natürlich. Soll ich dir jetzt nochmal was über die 6, die 8 und die 10 erzählen? Das ich aber mal, okay? Aber ich glaube, du musst bei der Grundlage anfangen. Okay. Du musst noch die Basisarbeit bei dem Mann. Nee, wir machen ja auch unsere Analysen. Habt ihr vielleicht noch nicht gehört. Doch. Aber natürlich findest du, also in der anderes Beispiel. Zweite Herren, Göttingen 05, leider noch zweite Kreisklasse, spielt auch mittlerweile mit einer Viererkette. Das zieht sich doch durch bis nach unten hin. Also das heißt, die Trainer von Oberligisten, ob das nun Jelle ist oder auch die anderen, die bleiben ja nicht stehen in der Zeit. Die gucken sich natürlich auch an, was wird wo wie gespielt. Aber die Möglichkeiten sind natürlich limitierter. Wir können nicht 90 Minuten Pressing spielen, wie es Barcelona macht. Können wir gar nicht, da haben wir gar nicht die Spieler dazu. Weder die technisch noch physisch in der Lage sind, um sowas auszuführen. Aber natürlich sagt Jelle, irgendwie Pressing ist wichtig. Dann gibt es halt die Kommandos zwischendurch. Ne? Dann wird gesagt, jetzt Pressing. So, dann gibt es mal eine Minute, zwei Minuten intensives Pressing, wenn die Chance da ist. Und dann werden daraus dann halt die Möglichkeiten gezogen. Du kannst da sehr wunderbar, und das machen wir auch hinterher immer, wunderbare taktische Analysen. Hat der Spieler auf der richtigen Stelle gestanden? Muss man mehr verschieben? Muss man eher die Raute spielen und so? Das findest du alles wieder. Findest du alles wieder. Durchaus, oder? Ja, also das ist für mich ganz klar. Also da sehe ich keinen Unterschied zwischen Bundesliga und da kann ich auch runtergehen in die Kreisklasse. Ich habe in meinem Dorf, vor der Fusion haben sie noch zweite Kreisklasse gespielt. Das war eine Zumutung teilweise, aber es war immer noch Fußball. Man konnte das schon auch erkennen. Also da sehe ich keinen Unterschied. Natürlich haben wir einen Qualitätsunterschied, das ist vollkommen klar. Ein Oberligaspieler, ein Spitzenoberligaspieler hat sich in der Bundesliga nicht durchsetzen können. Da fehlt ihm einiges. Aber wenn ich Lust habe, auch ein bisschen Fußball zu sehen und ein bisschen fußballtaktisch zu denken, dann kann ich auch in die Oberliga gehen. Das ist kein Problem. Ich kann nur nicht erwarten, dass ich da ein Kabinettstückchen nach dem anderen bekomme. Aber sehe ich das denn in der Bundesliga? Ich meine, ein normales Bundesligaspiel bringt mir doch auch nicht 90 Minuten. Genau. Die Frage ist natürlich spannend und insofern zu beantworten, irgendwie natürlich siehst du in der Bundesliga nur die Highlight-Dinger. Wenn du als Fernsehzuschauer immer nur Fußball im Fernsehen siehst, dann denkst du wirklich, Fußball ist so. Und das ist natürlich überhaupt nicht so. Wenn du wirklich live mal im Stadion bist, auch beim Erstligisten, da gibt es genügend Leute, die sagen, was für ein Grottenkick. Was war denn bei der Europameisterschaft? Wie viele schlechte Spiele haben wir da gesehen? Ja, also wirklich schlechte Spiele. Also ich glaube, da kann man wirklich keinen Unterschied machen. Und das kann eigentlich Leute nicht abhalten, zu 05 zu kommen. Also, ja, dann bedanke ich mich für euren Besuch und das Gespräch mit euch. Es war sehr interessant für uns, glaube ich, und kurzweilig. Und fand das auch ein schönes Schlusswort jetzt mit diesem Plädoyer auch für 05 verbunden. Und hoffe, dass wir uns dann in alter Frische ne, auf dem Platz beim RSV oder dann SC wahrscheinlich schon im nächsten Jahr. Nee, RSV noch. RSV noch, okay. Dass wir uns dann da wiedersehen. Und ja, ich möchte mich natürlich auch ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Das war wirklich schön. Das war für mich auch tolle neue Einblicke jetzt in diese Szene und in diesen Verein. Und und wir haben, glaube ich, heute viele Gründe gesammelt, warum man ins Stadion gehen sollte und was das Ganze spannend macht. Zum Abschluss vielleicht noch einen Satz in eigener Sache. Ich habe jetzt Pöhler TV jetzt über Monate begleitet und habe meine Interviews gemacht mit den Spielern, mit den Trainern, mit Amaro zusammen diese Spieltagsanalysen gemacht und werde jetzt aber in den nächsten Monaten auf Reisen gehen und werde eigentlich erst wieder Ende April werde ich wieder auf Pöhler TV zu sehen sein und bis dahin hoffe ich natürlich, dass ihr weiterhin einschaltet und wünsche Amaro viel Glück. Und und dem 05 natürlich auch alles Gute und bin gespannt, was danach dann auf mich warten wird. In diesem Sinne, bis bald.